Ja, hallo und herzlich willkommen. Wie ihr seht, hat es bei uns hier ganz schön geschneit. Ist auch ziemlich kalt, ungefähr minus 4 Grad, würde ich sagen. Diese kommende Nacht soll es auch richtig knackig werden. Das sind zweistellige Minustemperaturen erwartet. Mal schauen, ob es so kommt. Bei den Bienen mache ich zurzeit nichts weiter. Höchstens mal ein bisschen das Flugloch frei mit dem Finger oder vorsichtig mit dem Stäbchen. Ja, ansonsten lasse ich die in Ruhe. Ist auch jetzt nicht nötig im Prinzip. Der Schnee ist locker. Also müsste man gar nicht machen unbedingt. Aber sobald das so Babschnee wird, da kommt dann keine Luft mehr durch und da muss dann dafür gesorgt werden, dass Luft reinkommt. Ja, in diesem Video möchte ich kurz ein bisschen was zur Restentmilbung erzählen. Also zur Winterentmilbung, Herbstentmilbung. Ich mache die jetzt nicht in diesem Video. Ich bin noch am gucken, ob ich sie mache. Ich möchte hier ein bisschen darüber erzählen, auf was ich achte und auf was man achten sollte oder so. Ja, dazu in diesem Video. Und da wäre als erstes, wozu dient diese Entmilbung? Hier soll einfach nur die Milben, die jetzt noch im Volk sind, entfernt werden, so viel wie möglich. Alle schafft man meistens eh nicht. Also ich habe es noch nicht geschafft, da alle zu erwischen. Irgendwie überleben da immer ein paar wenige Milben. Das ist nun mal so. Und diese Entmilbung soll dazu dienen, dass das Volk in einen brutfreien oder nahezu brutfreien Zustand zu behandeln und damit so viel wie möglich Milben zu töten. Ja, dazu dient diese Entmilbung. Ja, ich behandle ja nicht jedes Volk bei meinen Bienen, also nicht jedes Volk macht diese Restentmilbung. Ich habe jetzt, bevor der Schnee hier kam, die Schieber sauber gemacht und werde jetzt zählen, wie viele Milben liegen da drauf pro Tag oder pro Woche. Und dann entscheide ich, behandle ich das Volk jetzt oder nicht. Ich habe auch dabei, als ich das gemacht habe mit den Schieber, auch nachgesehen, wie viel Bienentotenfall liegt auf dem Gitterboden. Wenn da eine kleine Schicht oder so lag unter der Bientraube, habe ich die entfernt und dann ein paar mehr lagen, weil sonst fallen ja die toten Milben auf die toten Bienen und nicht auf den Schieber und das verfälscht das Ergebnis und daher habe ich die dann weggenommen. Liegen dort nur ein paar vereinzelte, habe ich die dort einfach liegen gelassen, weil das muss ja dann schon ein komischer Zufall sein, dass ausgerechnet die Milbe da auf so einer Biene landet, wenn dort nur 10 Stück liegen oder so. Ja, dann ist mir auch schon mal passiert, dass ich mal eine Bausperre noch drin hatte und da sind dann auch leider die Milben eher oder auf die Bausperre gefallen und nicht auf den Schieber. Hat auch das Ergebnis verfälscht. Ist mir auch schon passiert. Daher, falls das doch jemandem irgendwie passiert ist, eigentlich sollte man die herausnehmen hinter oder so. Keine Ahnung. Ich habe generell jetzt keine mehr drin. Da kann mir das gar nicht mehr passieren. Ja, warum mache ich das nicht bei allen Völkern? Das ist ganz einfach. Diese Behandlung ist auch ziemlich stressig. Bei kalten Temperaturen, der Deckel aufgemacht oder das Volk sogar auseinandergeklappt beim Zweizager. Es wird eine Säure eingebracht. Ja, der Regen die sich auf. Das ist Stress für die. Die lockern die Traube, die nehmen mehr Futter auf. Das belastet den Darm. Ist alles nicht schön für das Volk. Ist nicht unbedingt das, was die wollen jetzt. Irgendwie gestört werden. Und die Säure, ja, die hat auch ihre Nebenwirkungen. Daher überlege ich jetzt genau, mache ich es oder mache ich es nicht. Und daher nur bei Völkern, die müssen. Wie entscheide ich das? Bei Völkern, die noch recht locker sitzen, wie Veronika zum Beispiel, die weiß ich nicht, ob die dieses Jahr überhaupt noch mal richtig in der Traube gehen oder ob die es gleich lassen. Das sage ich, eine Milbe pro Tag, sobald dort mehr Milben liegen pro Tag, also zwei oder so, dann werden die behandelt. Und bei Völkern, die sehr ruhig sitzen, zum Beispiel wie die Holz 1,5er, da sage ich mir, zwei Milben in der Woche, wenn da mehr Milben fallen wie zwei Milben in der Woche, werden die auch geträufelt. Weil wenn das Volk richtig fest und ruhig sitzt, wie die da, da ist kaum Bewegung drin, da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass eine Milbe auf dem Schieber landet. Also so ist zumindest meine Meinung. Ja, ich mache es dieses Jahr mit Oxuvar
Und da ist halt wichtig, darauf zu achten, dass man das noch in diesem Jahr hier abwickelt, also macht. 31. Dezember ist der letzte Tag, wo man träufeln darf oder das Medikament da einbringen muss, kann. Und im Januar darf man das nicht mehr. Bis zum 31. Dezember muss es passiert sein. Ja, dann gibt es noch Varomet. Varomet ist auch zum Träufeln. Das hat eine Besonderheit. Das kann man im ganzen Jahr verwenden. Also auch im Januar, Februar, März darf man das auch verwenden. Da könnte man jetzt auch sagen, ja, ich habe es im Dezember nicht geschafft. Okay, ich mache es noch im Januar. Von mir aus auch noch im Februar. Wäre es vielleicht auch noch bis Mitte Februar, sage ich mal. Danach möchte ich bitte keine Chemie mehr in den Völkern haben, wo ich Honig ernte. Da möchte ich das nicht mehr. Ja, ich habe jetzt das nicht da, das Varomet. Ich habe es schon mal verwendet. Im Sommer habe ich es schon mal verwendet. Habe ich auch ein Video, glaube ich, gemacht dazu. Ist eine tolle Sache. Ist auch einfach zu handhaben. Flasche auf und dann träufeln. Man muss nicht mal eine Spritze oder irgendwas haben. Das ist alles gebrauchsfertig, ist eigentlich eine super Sache, finde ich. Und falls ich es jetzt nicht schaffe bei den Völkern, dann werde ich auch auf Varomet zurückgreifen und im Januar die Restentmilbung nachholen. Ja, dann die Menge. Ich gebe lieber ein bisschen weniger als zu viel, weil wie gesagt, die Restentmilbung hier dient ja nur dazu, dass die Milben reduziert werden, also dass man nicht zu viele Milben in das neue Jahr mit reinnimmt, in die neue Saison sozusagen, weil da kann man ja mit Chemie nicht wieder behandeln, wenn man Honig ernten möchte. Ich gebe ungefähr da so 20 bis 35 Milliliter, manchmal auch 40. 50 habe ich bisher noch kein Volk gegeben an der Menge. Das ist ganz schön viel, finde ich. Höchstens, wenn das Volk wirklich sehr stark ist. Ja, also bei richtig starken Völkern maximal 50 Milliliter und bei mittleren, schwächeren eher 20. Ich habe auch schon mal ein sehr schwaches Volk gehabt, den habe ich nur 10 Milliliter gegeben und das hat dann auch schon völlig gereicht. Am effektivsten wirkt das Träufeln, wenn es richtig schön kalt ist. Da können es ruhig Minusgrade sein, so minus 3 Grad oder so. Da sitzen die schönen Trauben, da kann man träufeln, da ist es richtig effektiv, da wirkt das richtig gut. Wenn die zu locker sitzen, bei Plusgraden oder die Bienen fliegen vielleicht sogar, da ist Träufeln nicht so sinnvoll. Und wenn das dann doch passieren sollte, schönes Wetter kommt zum Beispiel jetzt Weihnachten rum, ich müsste Rest entmilben oder die Behandlung machen, dann würde ich das erstmal lassen, weil das würde nicht so viel Sinn machen. Da könnte man höchstens überlegen, ob man dann sprüht. Aber im Dezember die Völker auseinanderbauen, die Waben ziehen und einsprühen. Nein, das mache ich auch nicht so gerne im Dezember. Das ist nicht so mein Fall. Da möchte ich keine Waben ziehen. Es sei denn, es ist dringend nötig irgendwie. Aber da würde ich eher jetzt auf die Behandlung gesehen. Eher sagen, okay, ich warte, bis es wieder kühler wird. Im Januar, Februar wird das nochmal passieren. Und dann benutze ich Varomet, was dafür zugelassen ist, und mache da dann die Entmilbung. Ja, ich gucke auch nicht nach jetzt in den Völkern, haben die Brut oder haben die keine Brut. Das mache ich auch nicht. Wenn die Brut haben, ist es eh nur wenig Brut und das würde mehr Schaden machen, wenn ich da erst die Kiste auseinandernehme und gucke, haben die Brut, nehme die Brut raus, kratze die auf oder was weiß ich. Das mache ich alles nicht. Ich gucke auf dem Schieber, da sieht man das ungefähr, haben die Brut, haben die nicht Brut. Und falls sie doch eben Brut haben, dann ist das so. Dann erwische ich trotzdem etliche Milben. Und das ist zum Schluss noch eine wichtige Sache und zwar, nur einmal träufeln, nur einmal, kein zweites Mal. Auch wenn da viele Milben unten liegen, ging mir selbst auch schon so. Man war manchmal geschockt, hat geträufelt und dann, bäm, liegen dort Haufen Milben. Da denkt man sich so, oh, man muss noch mal was machen. Nein, mache ich nicht. Ich lasse das dann einfach laufen. Ich freue mich, ja, schön. Die Milben sind alle tot, die sind erledigt. Tschüss. Und lass es dann einfach laufen. Und am besten ist es irgendwie für mich, für die Restentmilbung auch,
astkaltes Wetter, ich kann träufeln, die sitzen schön in Traube und dann vielleicht so ein paar Tage später schönes Wetter, die können raus, die können mal Kaka machen, das ist das Optimalste für mich. Dann wieder kaltes Wetter, die gehen wieder in Traube und überwintern weiter in Ruhe. Ja, das war's jetzt auch schon zu meinem kleinen Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ja, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ansonsten, ja, lasst gerne ein Däumchen da. Genießt die Zeit. Bis bald.